R-E-W-I-F-F-I. Seja muito feliz com a escolha dela. Meine Freunde, das geht ja schon mit diesem wunderschönen Video. Wir haben hier einen kleinen Apparat, und zwar den WSK. Das war. Du hast noch nicht die Batterie in mich reingesteckt, ich kann eigentlich noch nicht reden. Willst du das? Ja, du musst es jetzt in den Schlitz reinstecken. Ich dachte es mir schon. Leute, der liebe SK hat einen Shocking Liar Reloaded Tester mitgebracht. Und ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, als wir darüber diskutiert haben, dass ich das Ding nicht nutzen will. Machen wir auf 4, probieren wir dann, ob es weh tut, der Schocker. Nee, mach ich nicht. Glaub mir, 4 ist okay, ich mach auch 4. Ja, du, aber ich. Ich fang an mit 4. Ja, will ich ja, aber kriegt der eh jedes Mal einen Schock. Nein, nicht jedes Mal. Mach auf 4. Mach auf 4, oder? Machen wir es demokratisch. Ich halte das nicht aus. Ich mach doch mal. Ja, ich war davon ausgegangen, dass du wirklich so ein Ding mit Dioden und mit so einem Schreiber mitbringst, wo dann halt wirklich Lügen einfach getestet werden und nicht so ein Scheißding, wo ich bei Verluten schon fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Das Problem ist, ich bin hypersensibel, was Strom angeht. Stromschläge, wirklich. Also, kennst du das von diesem Feuerzeug? Ja. Diese kleinen Feuerzeug? Ja, also diese Kaugummi-Dinger, die man so rauskriegt. Da krieg ich schon zu viel bei. Ja? Ich schwöre, ich krieg da schon direkt Herzflattern und Herzrhythmusstörung und bam, tot. Ey. Ja, dann nippelst du heute ab. Perfekt, Leute. Wir fangen an mit Stufe 1, steigern das hoch, der liebe Freddy hinter der Kamera, Sturmwaffe. Hallo! Hat eine neue Prothese als Arm, und zwar einen kleinen blauen Plastik. Oh! Ja, Fred stellt uns Fragen. So, wir fangen natürlich an mit Stufe 1. Ich würde gerne beginnen. Hand drauf, genau. Warte. So, warte, dreh das mal dazu. Weil hier unten, Leute, sind so LEDs und die gehen von Wahrheit bis Lüge. Eine LED ist halt Wahrheit, Wahrheit und 5 LEDs ist halt vollgelogen. Und jetzt wirst du erstmal analysiert. Das ist eigentlich von der CIA das Ding, ne? Das ist ein Folterwerkzeug, das ist Guantanamo eigentlich. Das ist eigentlich verboten deutschlandweit. Ne, von AIC ist das. Von Navy CI Netz. CI, genau. Okay, gut. Ich habe jetzt schon wieder Schiss, Alter. Freddy, stell mir die erste Frage. Voll gerne. Ich habe gar keine vorbereitet, ehrlich gesagt. Kann man kurz stören? Ah, du kannst nicht immer stören. Ne, Darius, ich bin gerade mit meinem Orthopäden hier. Ich kann gerade nicht. Der Orthopäde, kannst du kurz warten? Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich, Schatz. Seit wann arbeitet eigentlich Sturmwaffe für Team Shieldkind? Immer mal. Ich arbeite nicht für. Das ist meine Krafthand, die dafür arbeitet. Guck. Was ist denn, Darius? Was ist denn das? Darius hat Weihnachtsgeschenke für das ganze Team. Stellst du auf deinem Arbeitsplatz? Du wolltest kein Herz, aber du kriegst von mir ein Herz. Oh, ja, das ist voll schön. Warte, warte, mach mal an jetzt. Findest du das wirklich schön oder findest du das nicht schön? Okay, das ist ein Lügendetektor. Ja, ein Lügendetektor. Also wenn das ist, dann sehen wir das jetzt. Auf 4 hast du gesagt. Ja. Nein, wir fangen mit 1 an, Alter. Okay. Jetzt, hör auf. Schnell, Mann, drück jetzt da drauf, Amenakulm. Findest du es schön? Ich würde sagen, doch, ist schon gut gemacht. Ja. Ja, extra für Lüge! Er hat gelogen. Ja, gelogen. 5 Balken, Digga. Er hat ja gelogen. Darius, it's... Let's go! Darius, ich muss jetzt hier das Video fertig... Das ist wirklich schön. Darius, komm her ins Bild. Doppelbild. Oh, Schatz. Fangen wir an. Revi. Ja. Passt. Danke. So, warte, wir müssen das natürlich erstmal richtig stramm ziehen hier. Machen wir weiter, bist du bereit? Ja. Okay, hast du... Oder wolltest du Max schon mal absichtlich nackt sehen? Oh, ich muss antworten. Nein. 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 Oh, Alter! Das kommt immer so am Ende, ne? Ja, eben, genau, das ist das Ding. Okay, ich bin wieder dran. Ich schalte auf Nummer 2. Steht 0-0, ne? Keiner von euch hat bis dato die Wahrheit gesagt. Mhm. Stufe 2. Okay. Wir müssen erstmal analysieren wieder, ne? Ja. Patscher drauf beim Analysieren. Komm, beim Analysieren noch nicht. Hm? Doch. Dann erfasst er deine optimale Handposition von Leben her. Echt jetzt? Klar. Ja, warte. Was machst du da? Du hast irgendwas umgestellt, Alter. Bist du bereit? Runde 2. Ja. Keiner von euch hat irgendeinen Punkt. 0-0. Beide haben bis dato gelogen. Ja. Hast du beim Liebesakt mit deiner platonischen guten Freundin, die zufälligerweise immer noch in deinem Bett schläft und jeden Tag in deiner Wohnung ist, schon mal an jemand anders gedacht? Boah, kann ich mich gar nicht dran erinnern, Alter, so oft wie... Ich meine, wir haben nie Sex gehabt. Also? Ja oder nein? Nein. So krass gelogen, was ist denn los bei dir? Hä, wie das krass, ist das ist doof. Junge, das ist einfach irgendeine Random-Anzeige, Alter. Null. Nein, Moment. Nein. Das ist wissenschaftlich. Ist so, das Ding kostet 500 Euro. Halt's Maul, das kostet 10 Euro bei Toys R Us. 500 Euro? Bei Ding. Genau, hier, Hand drauf. Medizinischer Fachhandel. Warte, wie reset machen wir nicht draufgehen? Jetzt nochmal analysieren. Das ist dumm. Das ist so ein Schwachsinn. Überhaupt nicht. Das schockt einfach komplett random. Na,
Was meinst du, warum dein Analyseknopf da ist? Der ist ja nicht umsonst da. Ja, stimmt. Der Reset-Knopf hat ja auch seinen Grund, oder? Ja, genau. Absolut. Okay, Slim, bist du bereit? Nächste Frage. Ja. Drück drauf. Hast du, lieber SK, deine Zuschauer schon mal angelogen? Safe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das heißt, du hast sie noch nie angelogen. Hey, das ja, ich wollte mich jetzt mit bewusst schlecht darstellen. Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, Mann, dieses Teil ist kompletter Müll. Das schmeckt einfach überhaupt nicht. Nein! Yes! Nein! Nein! Nein. Okay. Nein. Weil nein. Boah, ey, jetzt sind wir für Stufe 3. Ja, kriegst du hin. Guck, jetzt steht auf Stufe 3. Ist Stufe 3? Ist Stufe 3, ist Stufe 3. Warte, drehst du noch ein bisschen zu Cam. So. Ich hab so Schiss. Ja, das tut bestimmt dir schon richtig weh, oder? Nee. Max war halt eine Woche im Krankenhaus, als wir es auf 4 gespielt haben. Halt's Maul. Hä? Nein, Mann, lüg mich nicht an, Junge. Hä, ich lüg dich nicht an? Gut. Warte, wir müssen erstmal analysieren wieder. Erstmal analysiert, ja. Ne? Aber auf 3 schockt er schon beim Analysieren, ne? Halt's Maul! Ich pass mal mit dich. Bist du bereit? Warte, wir müssen erst resetten. Stufe 3, jetzt machen die harten Fragen. Magst du Muffins? Bitte, Antwort geben. Ich mag Muffins. Ja? Ja? Mhm. Keine Lüge? Nein, keine Lüge. Sicher? Keine Lüge. Schau mal, ob du gelogen hast. Ja. Was? Was, Digga? Was ist denn da, Leute? Ich hab doch nicht gelogen, wieso schockt mich das? Digga, warum hast du Muffins? Was ist los bei dir? Was alles klar, jetzt haben wir das Ding aufgeschrottet hier, perfekt. Boah. Warte. Hat sogar funktioniert, einfach draufgehauen. Oh Junge, boah, was? Alter! Das hab ich auch noch nicht gesehen. Hey, das schockt einfach komplett random, das ist total Schwachsinn. Stimmt gar nicht, Mann. Wir sind einfach nur die ganze Zeit am Lügen. Das ist Junge, da steht sogar der Name vom Wissenschaftler drauf. Made in China. Made in China? Professor Made in China. Made in China. Ja gut, das ist auf jeden Fall, kann man nicht sagen. Okay. Alter Junge, die 4 ist ja dann richtig krank. Nein. Das Problem ist halt nur, so die Entwickler haben nicht bedacht, dass halt so Leute das einfach kaputt reißen. Die Entwickler haben nicht bedacht, dass man hier oben festgemacht ist, dass das Ding aber auch unten am Tisch festgemacht ist. So, deswegen reißt man einfach jedes Mal so das Teil da oben ab. Ja, aber im Worst Case könnte ja passieren, dass man den Tisch mit den Saugnäpfen hochreißt und dann die ganze Wohnung damit zerstört, weil der Tisch an der Hand hat. Dann so durch die Wohnung rennt damit, richtig, ne? Richtig. Und dann vielleicht draußen Leute damit schlägt, weil der Arm unkontrollierbar unter Elektroschock steht. Machen wir weiter! Nächste Frage. Bist du bereit für diese Frage? Denk an die Liebe, ja, denk an die Liebe. Liebe ist sehr schön. Okay, gut. Hast du 3 gestellt? Ja, ich sagen, Freunde. Okay, gut. Lieber SK, wie stehst du zu Erdbeeren? Magst du Erdbeeren? Ich hasse Erdbeeren. Erdbeeren sind die schlimmsten Obstsorten. Was? Mein Leben, ich hasse es. Tja, so, damit ist auch bewiesen, dass das Ding echt ist, weil ich hasse Erdbeeren. Warte, nein, stopp. Hm? Ich hab dich mal in der Innenstadt gesehen, am Erdbeerstand, wie du genascht hast. Wahrscheinlich am Erdbeerstand, oder? Ja, in der Innenstadt. Welche Stadt gibt es einen Erdbeerstand in der Innenstadt? Viele. Ja? Ein Erdbeerstand? Erdbeerstand, die große Erdbeere immer. Echt? Ja. Wo Erdbeeren drin? Natürlich. Das war nicht ich, das war Luca. Nee, Max, das war Max. Ah, ich glaube, es war Alberto, du hast recht, jetzt fällt's mir wieder ein. Okay, gut. So, hast du auf 4 gestellt? Ja. Wirklich? Ja, ist doch 2, du Bastard! Ah ja, das war so klar. Nein, ey, warte. Ey Junge, ich schwöre, ich schmeiß das gegen die Decke, wenn, das, wenn ich das dieses Video kaputt mache. Ich habe auch Angst ein bisschen um mein Gesicht gerade. Okay, alles klar. Warte, stopp. Nein. Warte. Ja, okay, ist auf Max. Okay, mehr geht alles nicht. Alles gut. Ja. Nimm den Finger weg, was soll ich denn machen? Weiter kann man nicht auf was dran rum, Alter. Ja, dreh doch auf. Ich halte meinen Finger jetzt da drauf. Nein, du verdrehst das dann noch während des Schocks, dann geht das so Wellen mit. Nee. Dann kommt unterschiedlich sehr gestreut. Okay, bist du bereit? Ja, nein. Ich muss mir gerade noch ein Ich krieg einen Schock, Alter. Oh Gott. Also. Meinst du wirklich, Not So Cool Radio war eine Top-Idee von dir oder findest du es doch nicht so geil? Doch, ich find's nice, macht Spaß. Ja, Not So Cool Radio, Top-Idee? Ja, warte. Überlegst dir? Frage hast du gehört, gell? Antwort. Ich finde es echt nice, es macht Spaß. Ja? Also es macht Spaß. Ja, sicher? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Das ganze Ding ist sogar abgebrochen. Er muss echt nicht mehr.
Was? Shit. Das Ding schockt einfach immer. Nein. Nur wenn du lügst. Ich hab nicht gelogen, Mann. Das war eine gute Idee. Und ich mag scheiß Was war das? Pflaumen? Muffins mag ich auch, Alter. Nein. Doch. Nein. Also, du denkst vielleicht, du magst es nicht. Aber dein kompletter Körper wird hier analysiert. Einmal Strom hoch und runter durch. Und das war halt eine Lüge. Dein Gehirn auf. Ey, das war das unangenehmste Gefühl. Abgesehen von dem, wo mein Bild im Mann in der Tür festklemmt. Machen wir weiter, okay. SK. Ja, das war's dann noch von diesem Video, ne? Nee. Du könntest jetzt auch einmal die Nummer 4, mein Freund. Ich muss. Mein Auto fährt in ein paar Minuten. Ja, gut. Fährst du nicht selber Auto? Nein, das, also, das fährt einfach. Das fährt auf. Ist ein Tesla, oder? Ist sowas Neues. Aber halt kein Witz, ne? Ich hab jetzt einen Termin noch gleich. Ja. Beim Erdbeerstand. Man muss wieder. Ey, ich schwöre dir, ich verstehe nicht, warum ich jetzt 4-mal geschockt worden bin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, das ist. Digga, Elektro. Hä? Das ist einfach eine wissenschaftliche Analyse. Mhm. Bist du bereit? Perverse Frage. Ekelhaft, unangenehm. Okay, ekelhaft, unangenehm. Hattest du schon mal was mit einem Mann? Küssen. Ich wurde mal unfreiwillig. Nee. Doch. Ich fühle mich nur noch verarscht. Das ist alles gelogen, was er hat. Erstmal, er liebt Erdbeeren und zweitens isst er die gerne mit Männern in der Badewanne. Was ist das, Mann? Ja, Kinders, geiles Ding auf jeden Fall. Macht unheimlich viel Spaß, wenn ihr davon noch einen zweiten Part sehen wollt. Der ist bei SK im Kanal. Der Link ist in der Beschreibung drin. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke. Auf Wiedersehen. Bye.